Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma BTM Turbo. Ja, wie wir sehen können, brutales Wetter haben wir heute mal wieder. Das ist ja mal in Deutschland immer mal so ein bisschen bunt gemischt. Aber so kommt natürlich die Farbe jetzt hier auch mega gut zur Geltung. Hier haben wir ein paar Sachen von uns verbaut. Also das Fahrzeug hat eine Stage 2 von uns bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier die 520 PS. Hier war es sehr wichtig, dass das Auto auch auf 98 Oktan funktioniert. Und das haben wir jetzt in dem Fall auch sehr gut hinbekommen. Ja, wir haben noch zusätzlich, hat das Auto von uns eine Abgasanlage bekommen. Unsere große Ansaugung ist jetzt hier drin. Und ich denke mal, das ist für euch jetzt auch mal ganz interessant, dass das Ganze auch im 8V passt. Das hätte ich gesagt, das zeige ich euch jetzt mal gleich. Tada! Ja, so sieht jetzt quasi unsere Ansaugung im 8V aus. Wir haben jetzt hier auch noch zusätzlich, dass man das auch gleich sieht, unsere High-Performance-Zündspulen sind jetzt hier drin. Das ist einfach nach wie vor für die Zündfunke, dass der Zündfunke einfach stabiler ist und dass man einfach auch von der Leistung her da keine Probleme nachher mit der Zündspulen dann auch haben. Deswegen bietet sich das hier gleich an, weil ich sag mal, um das ganze Inlet hier auch zu verbauen, muss das hier eh alles runter und dann hat sich das jetzt hier in dem Fall auch gleich am Boden, die Zündspulen mit einzubauen. Ja, dann haben wir noch unser Dogbone Insert verbaut, quasi um die Wankbewegungen vom Motor bisschen rauszunehmen, dass wir auch mit der Ansaugung und allem ein bisschen mehr Platz haben, weil das natürlich sich schon bei der Leistung jetzt dementsprechend schon gut bewegt. Ja, was jetzt dem Kollegen noch ein bisschen fehlt, aber ich denke mal, da wird es ein Upgrade noch geben, ist hier der Ladeluftkühler. Gerade bei den Temperaturen kommt jetzt der Ladeluftkühler schon sehr schnell an seine Grenzen. Und ja, da wird natürlich dann die Leistung nach ein paar Mal Gas geben, dementsprechend auch zurückgedrosselt, dass da hier einfach nichts passiert. Zurück zum optischen Teil jetzt noch an dem Fahrzeug. Die Felgen waren schon verbaut. Wir haben jetzt in dem Fahrzeug noch ein KW V3 eingebaut und das natürlich mit unserer Performance-Achsvermessung dann noch dementsprechend eingestellt, dass man auch in der Kurven und wenn man auch in der Pässe unterwegs ist, das Fahrzeug natürlich extrem gut handeln kann. Also da haben wir unsere eigene Werte, wo wir ein bisschen Wert drauf legen, wie, sage ich mal, das Fahrzeug sich am geilsten fährt. Es kommt natürlich auch immer auf die Bedürfnisse drauf an. Wo ist man mit dem Fahrzeug viel unterwegs? Was möchte man? Guckt man nach dem Reifenverschleiß, das ist natürlich auch immer ein bisschen ein wichtiges Thema. Und da haben wir, sage ich mal, durch die ganze Erfahrung, was wir jetzt ja schon haben mit den ganzen 5-Zylinder-Fahrzeugen und auch durch das, dass wir ja sehr viele Fahrzeuge haben, wissen wir da sehr gut, was für Werte da für den Kunde am perfektesten nachher ist. Ja, wie gesagt, jetzt machen wir mal einen kleinen Test auf der Straße, wie sich die Ansaugung jetzt anhört mit Originalturbolader und mit der Leistung und der Abgasanlage.
ist einfach jedes Mal, muss ich wieder grinsen und grinsen und grinsen. Das ist einfach 5-Zylinder-Modus, Sound hinten, Ansaugung, Geräusch, jetzt mit dem Fahrwerk. Jetzt kann man natürlich hier richtig Spaß haben bei unserer schönen kurvigen Strecke hier. Also das ist einfach wieder sehr gelungen, das Fahrzeug. Macht mega Spaß. Wir haben jetzt auch außen 25 Grad. Ich sag mal, von der Ansauglufttemperatur ist das jetzt hier auch im Rahmen. Ja, denk mal, Update mit dem Ladeluftkühler kommt ja hier auf jeden Fall, damit wir auch einfach von der Ansaugluft stabil bleiben und das halt, sag ich mal, nicht unnötig uns die Leistung nach unten regelt, durch das ja eh alles dann sehr warm hier wird. Aber ich sag mal, so wie das Ganze jetzt hier ist, macht es auch schon mega Spaß. Und ja, ist natürlich passend zum Ende mit hier tanken gekommen. Was ich jetzt an dem Auto irgendwie auch wieder geil finde, wenn man jetzt wieder überall das ganze digitale Zeug und so drin hat. Hier haben wir jetzt mal wieder einen komplett analogen Tacho drin. Ich weiß nicht, müssen wir nachher mal drauf filmen. Ist irgendwie auch mal wieder geil, wenn es zwei so Zeiger, wenn es sich hochhaut, zack, zack, da kriegt man es halt irgendwie schon mehr mit, wenn man dementsprechend eine Leistung dann auch fährt. Und wir müssen es immer wieder sagen, für OPF ist es halt einfach der Hammer. Ja, stimmt, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dass das ein OPF-Fahrzeug ist. Fast nicht aufgefallen vom Sound, gell? Also es ist schon real, wie das jetzt hier vom Sound und vom ganzen Feeling mal wieder rüberkommt. Also, ja, ich bin jedes Mal begeistert und so wie jetzt hier alles ist, natürlich komplett abgenommen. Fahrwerk, alles eingetragen, Kombination mit Felgen und mit unserer Leistungsstufe fährt man hier jetzt komplett safe rum und das ist einfach das Schöne, dass man keine Angst haben muss, wenn man irgendwo hinfährt oder irgendwo in die Kontrolle reinkommt. Deswegen, Freunde, macht's mit TÜV, kommt vorbei, wir haben hier alles am Start. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Oh.